Hi, ich bin Marian. Ich mache Kaffee für meinen Kiez und Jimdo unterstützt mich dabei. Tatsächlich war ein Café in Moabit zu haben immer mein großer Traum, weil ich hier auch schon lange wohne und gerne sowas Kieziges haben wollte. Nach der Schule habe ich einen Nebenjob gesucht. Da hatte das Café, wo ich angefangen habe, damals gerade eine Stelle frei. Und dann haben sie mich genommen und so hat das alles angefangen. Der Claim so ein bisschen, Brühgruppe, where the magic happens, weil in der Brühgruppe trifft Wasser auf Kaffee und das ist where the magic happens. Sich selbstständig zu machen, ist es richtig harte Arbeit. Kannst du schon mit 70 Stunden Wochen rechnen. Ich sehe meine Website auch so ein bisschen so als die Visitenkarte online quasi des Ladens. Das Besondere an unserem Kaffee, deswegen kommen glaube ich auch so viele, weil der einfach ziemlich geil schmeckt. Was dann im Tagesablauf wichtig ist, sind natürlich einfach die Leute, die jeden Tag kommen. Irgendwie, das sind inzwischen Stammkunden, auch Freunde geworden. Ich bin zu Jimdo gekommen. Es war noch dieses Rundum-Sorglos-Paket, glaube ich, von Jimdo, wo quasi alles mit drin ist. Also die Website-Gestaltung, der Online-Shop und eben dieses Rechtstexte-System. Da habe ich mal für meinen alten Laden eine Webseite designen wollen und habe einfach ganz klassisch gegoogelt und geguckt, was es für Angebote gibt, wo ich einfach sagen konnte, okay, ich kann da ziemlich easy diese Webseite bauen. Das ist ja so ein Baukastensystem. Von der Erstellung des Kontos bis hin zur Veröffentlichung der Website waren das, glaube ich, maximal 3-4 Stunden. Ich habe natürlich im Nachhinein immer noch ein bisschen was angepasst und verändert, aber bis so das Grundgerüst stand, das ging super, super schnell. Der eigene Chef zu sein, hat natürlich viele Vorteile, ne? Es war irgendwann die logische Konsequenz zu sagen, okay, ich möchte mich halt eben weiterentwickeln. Ich möchte gerne meine Ideen viel mehr mit einbringen. Also viel anders machen würde ich, glaube ich, tatsächlich nicht. Es ist super, super viel Arbeit. Ich liebe meinen Job, ich mag bloß die Arbeit nicht. Ne? Man kriegt aber auch echt viel zurück.